Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Gogol. Ich bin Produktmanager bei der IFM Elektronik und zuständig für die Drehgeber. Heute möchte ich Ihnen das Produkt vorstellen, den IO-Link Multiturn Drehgeber, den wir 2019 zur SPS auf den Markt gebracht haben. Kommen wir direkt zu den Produktvorteilen. Vorteile mit diesem Drehgeber ergeben sich zum Beispiel durch die reale Wiedergabe der Maschinenlaufzeit für eine zustandsorientierte Wartung. Erhöhung der Produktqualität durch direkte Signalübertragung an Nachfolgeprozessen. Für eine präzise Taktung von Prozessabläufen. Der rotierbare Stecker für verschiedene Einbausituationen ist sehr hervorragend geeignet. Die Kleinstbauform in 36 mm oder die größeren in 58 mm setzen den Standard bei IFM. Applikationen sind zum Beispiel Materialhandhabung, Sondermaschinenbau oder AGVs bzw. Flurtransportsysteme. Kommen wir zu den Produktmerkmalen dieses Gerätes. Das Hauptproduktmerkmal ist die Einstellbarkeit bei dem IO-Link Multiturn Drehgeber. Wir sind imstande, eine Gesamtauflösung von 31 Bit zu realisieren. Diese setzt sich aus 16 Bit Single Turn, also 65.000 Positionen auf eine Umdrehung zusammen, und der Umdrehung. Wir können bis zu 32.000 Umdrehungen zählen. Bedeutet 16 Bit Single Turn, 15 Bit Multiturn, also ergibt das eine Gesamtauflösung von 31 Bit. Gleichzeitig stellen wir zum Beispiel auch die Drehzahl zur Verfügung in einem Prozesswort. Bedeutet, wir haben bei einer Übertragung der Prozesswerte beide Prozessdaten zur Verfügung. Für eine Drehzahlüberwachung stellen wir zwei Schaltausgänge bereit. Das möchte ich Ihnen gerne hier vorne an dem Board einmal kurz zeigen. Der Drehgeber hat zum einen einen SSC 2.1, den man frei einstellen kann. Hier kann man zum Beispiel eine Stillstandsüberwachung mit realisieren oder einen Fensterbereich zum Beispiel für den SSC 2.2 einstellen, wo ich zum Beispiel ab 100 Umdrehungen pro Minute einen Schaltausgang setze. Das ist natürlich frei einstellbar als Punktüberwachung oder eben als Fensterüberwachung. Der Drehgeber gibt mir ein digitales Schaltausgangssignal. Ich kann über den Pin 2 mir einen Schaltausgang geben lassen, den ich frei konfigurieren kann, über den SSC 1.2. Zudem gibt es noch ein SSC 1.1 und 1.3. Das heißt also, ich habe drei Schaltnocken im Grunde genommen, die ich mit dem Drehgeber ausgeben kann. Hervorragend ist das zum Beispiel für AGVs wie Gabelstaplern. Das kann ich Ihnen in Verbindung mit dem Seilzug hier vorne an dem Board auch nochmal zeigen. Aktuell würde die Gabel unten stehen, das bedeutet, sie ist bei 0 cm. Der SSC 1.1 überwacht einen Bereich von 0 bis 100 mm. Zum Beispiel, der SSC 1.2 würde mir den realen Schaltausgang geben. Er überwacht einen Schaltpunkt von 50 mm bis 250 mm. Und der SSC 1.3 zum Beispiel von 200 bis 400 mm. So realisiere ich ein dreifaches Nockenschaltwerk. Die Bereitstellung von Diagnosedaten ist natürlich essentiell für intelligente Sensoren von IFM. Wir stellen zum Beispiel die Wellenbewegungszeit von dem Drehgeber heraus. Das bedeutet, wenn die Welle sich dreht, wird die Zeit gemessen. Werden 15 Minuten erreicht, setzen wir intern einen Trigger. Bedeutet, wenn 4x 15 Minuten gedreht worden ist, geben wir eine einstündige Wellenbewegung aus. Das ist ein bisschen anders als bei der Betriebsstundenzählern. Die Betriebsstundenzähler, die zählen sofort hoch, sobald das Gerät unter Spannung ist. Nicht, wenn die Welle sich dreht. Das ist unabhängig davon. Zudem gibt das Gerät noch Temperaturen von dem Gerät heraus, sowie Einschaltzyklen. Die Aufnahme der Position funktioniert auch im stromfreien Zustand. Das heißt, auch wenn ich den Drehgeber ohne Spannung versorge und dann die Welle drehe, realisiert der Drehgeber die Aufnahme der Position. Das funktioniert über das magnetische Messprinzip. Wir haben einen Wiegand-Draht verbaut und alle 180 Grad Umdrehung der Welle wird ein Spannungsimpuls erzeugt, um den Mikrocontroller mitzuteilen, Achtung, hier passiert was, hier dreht sich etwas. Die magnetische Technik ist hervorragend geeignet für Schock und Vibration. Das bedeutet, das Messprinzip ist sehr robust dagegen. Wir sind hervorragend geeignet für AGVs oder im Mobilbereich, wo entsprechend viele Schocks und Vibrationen entstehen. Die LED in dem Stecker ist eine Zweifarb-LED. Diese LED zeigt die IO-Link-Kommunikation sowie die Schaltausgänge an. Zudem kann man noch eine Find-Me-Funktion einschalten, wo die grüne LED sehr schnell hintereinander blinkt. Das erspart die Suche, wenn man mehrere Drehgeber zum Beispiel an einem engen Ort verbaut hat.
Das Smart-Sensor-Profil haben wir dem Dregio auch mit auf den Weg gegeben. Das bedeutet, es ist eine erleichterte Integration in IO-Link in bestehende Infrastrukturen. Dank dieses standardisierten Prozessdatenaufbaus, wo zum Beispiel Positionsdaten in einem bestimmten Bereich herausgegeben werden, wie zum Beispiel für die Position oder für die Drehzahl, werden mit diesem Smart-Sensor-Profil realisiert. Ein großer Vorteil ist zum Beispiel auch, dass freie IO-Link-Bausteine, wie es sie bei Siemens im TIA-Portal oder zum Beispiel für Codesys auf dem Markt gibt, dass diese genutzt werden können. Mit diesen kann ich dann jeden IO-Link-Sensor einlesen und standardisiert erfassen. Kommen wir zum ersten Anwendungsfall. Regalsysteme bewegen sich in drei Achsen. Heißt, ich fahre in einer X-, Y- und in einer Z-Ebene. Alle drei Ebenen müssen in der Position kontrolliert werden. Das bedeutet, ich habe im Grunde genommen für jede Bewegung einen Drehgeber. Auf der X-Ebene sind meistens Lager, die sehr stark beansprucht werden. Misst man unten an der X-Achse an einem Lager die Wellenbewegungszeit und man hat zum Beispiel 2000 Stunden dort erreicht, dann wird es Zeit zum Beispiel, dieses Lager zu fetten oder zu warten. Das verhindert Korrosion und langwierige Ausfälle. Ausfälle, wie zum Beispiel dieses Lager zu tauschen, können sehr leicht in den fünfstelligen Bereich gehen. Kommen wir zu den AGVs bzw. Flurtransportsystemen. Kleinstbauformen, wie ich schon erwähnt habe, in der 36 mm Bauform, sind hier sehr gefragt. Wir haben eine Applikation, wo man die Gabeln zum Beispiel in der Breite verstellen kann. Man hat die Option, an einem Antriebsstrang den Winkel zu verstellen, die Drehzahl mit aufzunehmen und vor allen Dingen über eine Verbindung mit dem Seilzug die Höhe der Gabel zu positionieren. Kommen wir zur Ablenkanwendung. Die Ablenkanwendung, zum Beispiel an einem Endlosbandsystem, realisiert man über ein Messrad. Dieses Messrad nimmt die Abstände für einzelne gestanzte Bleche auf. Diese Bleche sind zum Beispiel 500 mm lang. Die Kante, ab wo gemessen werden soll, wird direkt über einen Triggersensor aufgenommen. Das möchte ich Ihnen an diesem kleinen Board mal zeigen. Dreht sich die Welle am Drehgeber, so erreicht sie eine Position. Kommt das Zieltarget an den Triggersensor heran, schaltet der Triggersensor mit dem Drehgeber direkt wieder auf seine Nullposition, wie Sie hier im Display sehen können. Kosten sparen. Zum Beispiel bei der Gestaltung eines Retrofits von einer Bestandsanlage. Habe ich in der Bestandsanlage drei Profinet- oder Profibus-Drehgeber, kann ich diese mit drei IO-Link-Drehgebern ersetzen. Der Vorteil ist, ein Profinet-Drehgeber oder ein Profibus-Drehgeber kostet ungefähr zwischen 300 und 500 Euro. Drei dieser Drehgeber kosten zusammen vielleicht 1.700 Euro plus die teuer konfektionierten Kabel für jedes Gerät bin ich nochmal bei 380 Euro. Er gibt mir einen Preis von 2.100 Euro. Möchte ich das ersetzen durch drei Drehgeber von IO-Link inklusive einem Master und Kabel, komme ich auf 1.700 Euro. Das ergibt eine Preisdifferenz von 370 Euro. Aber welche Vorteile bietet es mir? Ich brauche zum Beispiel teuer konfektionierte Profinet, Profibus-Kabel nicht mehr für jeden Drehgeber ziehen. Ich brauche nur ein Kabel zum Master ziehen und von da aus benutze ich standardmäßige EVC-Kabel zum Beispiel oder EVT-Kabel. Zudem kann ich auf meinem 4-Port AL Master einen Sensor mehr anklemmen. Bedeutet, ich habe ein bisschen mehr Informationen, die ich ziehen kann. EMV ist natürlich auch ein Riesenthema. Ich kann mit meinen Standardkabeln an einem Umrichter vorbeilaufen. Bei Profinet-Kabeln könnte es sein, dass ich mir da EMV-Einflüsse reinziehe. Der Austausch im Schadensfall ist natürlich kinderleicht. Dank der Datenvorhaltung in einem AL Master kann ich ein Standardgerät mir von der IFM besorgen. Das wird innerhalb von 24 Stunden geliefert. Ich tausche es aus und brauche keine Programmierarbeit mehr leisten. Ist der gleiche Drehgeber auf dem gleichen Port auszutauschen, übernimmt die Programmierung innerhalb von 1-2 Sekunden der AL Master. Und das ist kinderleicht beim Service. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.